Miriam Pauli, besten Dank für Ihre Eindrücke bei der CDU. Und Alice Weidel, Bundestagsfraktionsvorsitzende, ist bei uns. Frau Weidel, Sie haben in beiden Landtagswahlen heute enorme Zuwächse, aber Sie haben es nicht geschafft, stärkste Kraft zu werden. Also wir haben ein wundervolles Ergebnis. Also wir haben enorme Zuwächse, so wie Sie das gesagt haben. Und wir sind unwahrscheinlich glücklich über dieses Ergebnis. Wir haben historische Höchststände erreicht. Und was wir festhalten müssen für die Wähler, vor allen Dingen in Sachsen, ist, dass 60% der Wähler konservativ gewählt haben. Und das ist natürlich eine konservative Mehrheit. Wie bitte, was haben Sie gerade gesagt? Konservativ gewählt oder rechts vom politischen Spektrum? Sie haben konservativ gewählt. Oder was meinen Sie? Ja, aber ja. Es gibt ja in der Verortung der Parteien von links bis nach Sie rechts. Haben das konservativ, ist ja am alten, also Sie bewerten ja. Das jetzt auch gleich mit, was ich will sage. Das gar nicht bewerten, das war nur eine Frage. Also wissen Sie genau das, was Sie jetzt auch gerade so mit rechts und konservativ gemacht haben? Das ist genau diese Strategie, die Sie auch bei der AfD die ganze Zeit angewandt haben. Diese absolute Rechtsdiffamierungskampagne, die wir auch im Bundestag, in den Landtagen durch die Medien erleben. Und dadurch wurden die Regierungsparteien SPD und CDU auch abgestraft. Das merken die Wähler nämlich allmählich. Jetzt höre ich gerade, dass wir auf ein Live-Signal gehen. Vielen Dank, Frau Weidel, für Ihren Besuch hier bei uns. Und wir gehen zu Thomas Breckelt. Er ist bei der CDU und spricht mit dem Ministerpräsidenten.